kaputt. Also, der Jan zieht ihn auch gerne auf, wenn ihr das wollt. Der Jan zieht auch sein T-Shirt auf, wenn ihr das wollt. Macht er. Wow, also da hätte ich Angst, auf dich zu schießen. Jetzt ist natürlich die Frage, also 14 bis 15 Stunden saß der Martin da dran und hat drauf gemalt. Bist du zufrieden mit deinem neuen Helm? Sehr, sehr. Also ich versuche das immer als gute Vorgabe weiterzugeben an ihn, und er hat es genauso umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Sag doch mal zwei Sätze dazu. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Was war dir besonders wichtig? Also mir war besonders wichtig einfach das Traditionelle, die Tradition der Verein hat ja eine längere Geschichte, und deswegen auch die ganzen Logos, die der Verein über die Jahre hatte, eben verteilt auf der Maske mit dem neueren Logo vielleicht vorne drauf, und ansonsten einfach die Geschichte des EC Bad Nauheim bzw. VfL Bad Nauheim. First Stop gekauft haben. Sind jetzt hier drin im Topf, und einer von euch wird ist gut drauf? Okay, das ist richtig. Der wird jetzt ein Bosch-Akkuschrauber gewinnen oder auch ein Reisetrolley. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken in der Reihenfolge. Jetzt müssen wir reden. So sehen sie aus. Wollt ihr das einmal von vorne zeigen? So. Einmal rumdrehen. Turn around. Jetzt gehen wir mal ein Stück nach vorne, würde ich sagen, weil auch da... Andreas, komm. Can you just come to the front? Thank you. So, jetzt sehen wir das neue Trikot. Das ist ein besonderes Trikot. Warum? Ja, es ist ein besonderes Trikot, weil zum einen natürlich von allen, die da am Layouting beteiligt waren, allen voran natürlich der René Jackel, der bei uns da der Kreativdirektor ist, aber auch der Trikothersteller, die haben da Tolles geleistet. Und es ist dieses Jahr was Besonderes, weil es ist nach NHL-Vorbild gemacht. Ja, jetzt hast du so ein super Stichwort hingeschmissen. Es ist nach NHL-Vorbild gemacht. Ich habe auch ein NHL-Trikot zu Hause. Ich kann sagen, es ist mega warm. Also man braucht eigentlich nichts drunter, gell? So sieht's aus, man braucht unter dieses Trikot nichts drunter, wobei die Spieler während der Saison hoffentlich ein bisschen Schutzanrüstung anhaben, wobei es gibt Jungs, die brauchen, glaube ich, keine. Aber wie fies, dass er jetzt nie richtig versteht. Ein gut. Nein, aber wir haben das Trikot dieses Jahr einen ganz besonderen Stoff gemacht. Also das ist jetzt ein richtig schweres Trikot. Wir können das ja gleich mal einem kleinen Jungen hier geben, mal anfassen lassen, der kann das probieren, der wird das sehen. Dann sind auch hinten die Namen sind jetzt gestickt, die Nummer ist gestickt, also da ist einiges verändert an dem Trikot, und damit die Saison auch entsprechend Bad Nauheim-Style gibt, ist auch der Fighting Strip ins Trikot eingenäht. Dieser Fighting Strip, Drew, we have to show. So, das ist der magische Fighting Strip. Was hat es mit dem auf sich? Wie der Name schon sagt, es geht ums Kämpfen, ne? Ja, es geht schlichtweg einfach darum, man kann mit dem Fighting Strip das Trikot in der Hose befestigen, sodass der Gegner keine Chance hat, sozusagen das Trikot einem über den Kopf zu ziehen. Wobei ich eh davon ausgehe, einige brauchen das wahrscheinlich sowieso nicht. Die haben gesagt, das werde ich rausreißen. Sehr cool. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, die uns alle beschäftigt. Auch auf Facebook habe ich gesehen, kommen natürlich die Fragen, wann wird es dieses Trikot zu kaufen geben? Ja, wie jedes Jahr wird das ja mit heißer Nadel gestrickt. Aber wir haben jetzt zu dem Trikothersteller gestern nochmal up to date geschaut, und wir werden die Trikots, die Fan-Trikots, ab dem 29.08. beim Heimspiel gegen die Löwen haben. Aber damit die Fans nicht drauf warten müssen und derjenige, der sich schon ein Trikot direkt bestellen will,
Ich denke, der Manuel Buhls hier, unser Webadministrator von der Plattform, ist da. Die Trikots werden in wenigen Minuten online sein. Das heißt, wer ein Trikot schon bestellen will, kann das auch heute hier von hier online im Smartphone oder morgen auch schon tun. Und wir hoffen auch dann, die bestellten Trikots möglichst schnell da zu haben. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, es gibt noch was Besonderes, weil es mag ja das eine oder andere heiße Gemüt geben in der Kurve, was komplett so ein Spiel durchschwitzt, weil es so warm ist und weil er so emotional ist. Es gibt auch eine nicht so warme, nicht so dicke NHL-Style-Variante, ne, für die Fans zu kaufen. Ja klar, es gibt die normale Trikot-Variante, aber wir sind momentan mit dem Trikothersteller dran. Das ist halt ein handgemachtes Trikot. Wir reden aber momentan mit dem Trikothersteller, weil wir wahrscheinlich die Nachfrage kriegen werden, gibt es denn diese Trikots in diesem NHL-Style auch dann im Fanshop zu kaufen? Wir arbeiten da dran und hoffen, dass wir da kurzfristig auch Vollzug melden können. Also wird es neben dem Fan-Trikot auch den NHL-Style geben. So sieht es also aus, und wir sind jetzt Ansprechpartner für alle Sorgen, Nöte, Probleme, alles, was uns so belastet werden, Spiel, oder was? Genau, alles, was vorher Andreas gemacht hat, mache jetzt ich. Scheiß Job, ey. Bestimmt der Job, der wird mir bezahlt, oder nicht? Nein, das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich das machen darf. Und ich freue mich drauf und hoffe natürlich, dass die Fans und Zuschauer da mitziehen und mich unterstützen und auch Fragen stellen natürlich. Auf jeden Fall, wir werden dich unterstützen. Vielen Dank. Daniel, das ist der neue Fanbeauftragte. Also erstmal, es gibt zwei Ziele für mich, die Stand der Saison ist, dass wir weiterhin die besten Fans der Liga sind, auch gewählt. Also das ist unser Ziel. Und das zweite ist, Andreas, ganz kurz, 811 Dauerkarten letztes Jahr, gell? Wenn wir 812 schaffen, gibt es 50 Liter beim ersten Spiel von mir. Oh, ich glaube, das ist der 800 Karten. Also ich kann nicht Dauerkarten noch mehr. Zumindest die erste 50 Liter geht schon mal auf mich. Also loslegen, kaufen. Wenn das kein Anhalt ist, dann was sind sonst so Ziele, die man vielleicht beauftragt hat? Ziele? Das ist nur Spaß. Aufgaben sind, ja, wie du schon gesagt hast, Fragen von den Fans beantworten, vielleicht auch mal einen Fanshop zu organisieren. Jetzt kommt ganz oft die Frage nach irgendwelchen Auswärtsfahrten, auch größere. Da sind wir jetzt am Plan und dann schauen wir, was funktioniert. Und ja, da brauchen wir Unterstützung von Kundenfans natürlich auch, dass wir unterstützen immer durch die Fans. Ich merke schon, du bist der Mann für alles jetzt auf dieser Saison. Vielen Dank! An Nauheim,
spielt weiter für Nauheim, freuen wir uns sehr. Mit der Nummer 6, Daniel Käfer! Schnuppert und eine sehr starke Saison gespielt und er ist ein sehr großer Spieler mit der Nummer 16, Goran! Noch ein neues Gesicht jetzt hier bei uns auf der Bühne, ein klassischer Abräumer, sowas brauchen wir unbedingt. Mit der 73, Mike! Und er kommt vom Vizemeister Bietigheim mit der Nummer 77, Marco! Die nächsten Spieler kennt ihr alle auch im Nauheimer Eigengewächs und ich glaube, wir können sagen, er war einer der ganz großen Durchstarter in der letzten Saison. Unser Stürmer mit der Nummer 7, Tim! Mit der Nummer 12, Kyle! Und jetzt kommt er zu uns auf die Bühne. Über 600 Spiele in der deutschen Eishockey-Liga. Nauheim hat endlich wieder einen Ex-Nationalspieler mit der Nummer 18, Vitali! Maximilian Spötze! Und er ist ein sehr guter Kumpel von Vitali Arp, ein absoluter Hochkaräter mit der Nummer 38, Dusan! Mit der Nummer 69, Daniel! Wir freuen uns alle auf die Nummer 81. Gerwig! Sven! Gerwig! Sven! Gerwig! Sven! Gerwig! Den nächsten haben wir vorhin schon mal hier als Trikotmodel auf der Bühne gesehen. Fand ich schon, dass er eine gute Figur gemacht hat. Auf dem Eis gefällt er uns besser. Wir begrüßen den Überraschungstransfer, den Topscorer der DEL 2 im vergangenen Jahr. Und vielleicht auch in der kommenden Saison mit der 88. Welcome, Max! Vom EC Bad Nauheim und jetzt holen wir noch auf die Bühne vom Kooperationspartner aus Düsseldorf, Corey Mapes.
haben am selben Tag Geburtstag, im selben Jahr. Die sind aber verdammt, die Zwillinge, Tim und Tobias Bratzer. Auf geht's, auf die Bühne mit euch. Ranzuziehen, ranzuzüchten, sieht man ja bei Tim May unter anderem, wie super das funktioniert hat. Deswegen begrüßen wir aus dem Nachwuchs bei uns aus Bad Nauheim Daniel Schindler. Applaus jetzt an dieser Stelle. Marc Kevin Perkins. Und Steven Müller. Und einer fehlt noch. Das ist der dritte Torhüter, Luca Schaffrath. Ein ganz herzlichen Applaus, hoch mit dir in pinken Schuhen heute. Das ist die Mannschaft. Und jetzt brauchen wir noch den Rest, der dazu gehört, zu diesem Team. Und der ist nicht unwichtig. Wir holen auf die Bühne den sportlichen Leiter von der DEL2-Mannschaft und vom Nachwuchs. Er hat letztes Jahr in Alleinverantwortung fast an der Bande gestanden. Einen ganz lauten Applaus für Daniel! Und neu an der Bande. Und jetzt will ich alle Hände aus den Taschen haben und einen richtig lauten Applaus für unseren Trainer, für Petri! Last year, how were your feelings when you went back home? Yeah, I wasn't a very big fan of Bad Nauheim in March, but it wasn't very fun playing in the relegation round for an extra month, seeing some of these guys go on vacation and we were still playing, but that was then and this is now, so I'm excited for this season and I'm excited to be here in Bad Nauheim. So you said you want to be on the winning side this year. Yeah, for sure. Also ich glaube, wir haben alles verstanden. Max, we're happy to have you here. Thank you. Sehr schön. Danke natürlich auch an Megi Jacke und dein Team. Und vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt und heute alles. Danke, euer Applaus. Okay, wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt. Und der ist vielleicht ein bisschen überraschend. Weil jetzt kommt ein junger Mann aus Gießen. Wo ist der EC Bad Nauheim? Nein, ich habe euch gefragt, wo ist der EC Bad Nauheim? Oh, das wird eine super Saison. Kann ich mein Beat ein bisschen weiter bekommen auf der Monitorbox? Wo ist der EC Bad Nauheim? Wirst du eben ergriffen? Und mit Tatsachen verbunden, ich weine Tränen der Sonne. Gefühle fließen und fließen, Sorgen wiegen eine Tonne. Verdammt, ich hasse die Welt, mein Bild von der Liebe ist so sehr entstellt. In mir füllt sich die Leere, es ist tief schwarz, ich hörte, mir ist klar, dass ich sterbe. Nicht in der Schlacht und nicht hier im Krieg, es ist der Kummer, der mich besiegt. Doch das Wort, es gibt mir Kraft, ich wünsch mir so sehr zu sagen, es ist vollbracht. Feuer in den Augen und Hass in den Venen. Ich bin von Trümmern umgeben, ich will nur überleben. EC Bad Nauheim, wo seid ihr? Bedu Black, the last man standing. Mein Zeichen auf der Seele, ein Branding. Ich bin der Letzte, der steht, auch wenn der Schmerz niemals vergeht. Weg zu dem Black, the last man standing. Mein Name auf der Seele, ein Branding. Auch wenn die Welt alles besser.